Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Another Brick in the Mall. Ich bin Whiskey for Lunch und schön, dass ihr wieder dabei seid. So, nachdem wir uns letztes Mal intensiv um das Thema Diebstahlsicherung gekümmert haben und wir hier mal den ganzen Laden komplett abgesichert haben, würde ich heute ganz gerne hier in dem Abschnitt weiterbauen. Ja, 53.000, wir sind ja vom Finanziellen her, stehen wir ja gar nicht so schlecht da. Es reicht aber nicht. Okay, und dann müssen wir halt ein bisschen kleiner bauen. So, bauen wir erstmal so. Ja, unsere Bauarbeiter brauchen ja was zu tun. Gut. Dann habe ich mir tatsächlich überlegt, dass ich hier zwischendrin einfach mal ein paar Mülleimer. Obwohl, nee. Ich dachte, dass wir hier vielleicht ein, zwei Mülleimer entfernen, dass die Leute die Möglichkeit haben, hier durchzugehen. Aber nee, lassen wir. Weil sonst zerreißt es uns das ganze Bild, was wir ja da eigentlich erzeugen wollten. Und ja. So, das ist natürlich auch suboptimal, dass die da jetzt alle rausstürmen hier. Weil sonst haben unsere, sag ich mal, Langfingerfänger da Probleme. So. Okay, was wir auf jeden Fall machen werden, ist, hier brauchen wir weniger Personal. Wir haben hier definitiv weniger Verkäufe und wir brauchen da weniger Personal. So. Wir schauen uns das mal an. Wie viel haben wir denn da? Wir haben Kassierer. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, und hier haben wir 1, 2, 3, 4. Dann würde ich tatsächlich sagen, tun wir erstmal in der Schicht einen weg und in der Schicht einen weg. So. Und dann beobachten wir mal, wie sich das entwickelt. Oder ob wir da noch mehr denn, sage ich mal, entlassen können. Ach, weißt du was? Quatsch. Wir tun einfach noch einen weg aus jeder Schicht, weil das ist echt viel, viel zu viel. Feuern. Und aus der 14-Uhr-Schicht tun wir auch einen feuern. Wunderbar. So. So, haben wir 4 Leute eingespart. So. So, und dann habe ich noch ein Thema, was ich heute an euch rantragen wollte. Und zwar habe ich mir die letzten Tage so ein bisschen Gedanken gemacht und mir die Frage gestellt, wollen wir Another Brick in the Mall weiterspielen? Ja, wie ist es bei euch? Macht euch das Spaß, schaut ihr gerne zu, kein Problem, führen wir die Serie einfach weiter. Ist das tatsächlich so, dass ihr sagt, ach naja, ja, mei, eigentlich nicht so meins, oder ist halt auf Dauer denn doch ein bisschen langweilig, weil im Prinzip ist es ja immer dasselbe. Ne? Man zieht einen Laden, man stellt Regale, man stellt eine Kasse, man tut vielleicht ein bisschen mit dem Personal hin und her und das war's dann eigentlich. Dann wäre natürlich die Frage, was machen wir stattdessen? Ja, immer nur vorausgesetzt, ihr sagt, okay, Another Brick, ja, muss nicht mehr sein. Sollen wir denn was ganz anderes spielen?
hätte da so ein, zwei Ideen. Oder sollen wir uns jetzt erstmal für eine Zeit zum Beispiel ausschließlich auf Planet Zoo konzentrieren? Und es gibt dann eben halt anstatt jeden zweiten Tag, jeden Tag eine Folge Planet Zoo. Das könntet ihr mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt. Und wenn ihr natürlich sagt, nein, Another Brick in the Mall macht Spaß, schauen wir gerne, kein Problem, dann spielen wir das halt auch weiter. Ne? Ihr habt es in der Hand, weil ihr seid die Zuschauer und ich spiele dann halt hauptsächlich das, was euch gefällt. So, geschnittenes Brot, Kekse, Snacks. Eigentlich wollten wir den Laden hier ja noch umdesignen, ne? Okay, und man sieht es auch hier in der Nachtschicht oder in der Spätschicht. Es sind 5 Leute, viel zu viel. Ja, Schichtplanung. Wobei, das sieht eigentlich nach 4 und nicht nach 5 aus, aber okay. Feuern. Lassen wir erstmal so. So, Mundpropaganda. Geschäftskategorie Mediengeschäft. Ein Geschäft mit über 50% Medien. Spirituosengeschäft. Ja, Schnapsladen. Das war mir sowas von klar. Okay, dann bauen wir halt mal einen Schnapsladen. Wenn sie da alle so scharf drauf sind. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wand. So. Und das Gute ist, da wir das ja jetzt mit der Diebstahlsicherung alles einmal aufgesetzt haben, können wir das natürlich gleich von Anfang an installieren. Richtig installieren und brauchen nicht 20.000 Mal umbauen. Ist doch praktisch. So, Diebstahldetektor hier und da. Und dann, in welchem Regal war das? Wahrscheinlich in dem hier, oder? Getränke, Wein, Bier, Spirituosen. Okay. Verwalten, zuweisen. Zonen. Geschäft. So. Dann bauen wir mal 1, 2, 3 Regale. Und dann sagen wir verwalten Geschäft Nummer 7. So. Lager verbinden, Öffnungszeiten festlegen. Gut, und wir starten erstmal mit der. Sind das jetzt die ganzen, die ich aus dem anderen Laden rausgekantet habe? Okay, einmal, zweimal und dreimal. Lageristen brauchen wir auch noch. Ja, komm, du kannst dich auch noch als Lagerist bewerben. Einmal, zweimal und ja, das sind alle nicht so pralle, ne? Drei. Schichtplanung. Sechs. Erledigt und wir brauchen hier Getränke, Spirituosen, Getränke, Spirituosen, Getränke, Spirituosen. So. Haben wir. Achso, der Name. Dum, 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 dum. Big Market. Big Market gab es bei mir früher, wo ich gewohnt habe. Das war so ein, sag ich mal, ein
keine große Kette oder so, das war ein Einzelunternehmer und das war halt auch so ein Spirituosenfachgeschäft, wo man halt also die abgedrehtesten Sachen bekommen hat. Nur falls sich jemand wundert, wie ich auf den Namen komme. So. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, es läuft jetzt wieder verhältnismäßig ruhig. Also. Schön. Gefällt mir. So, können wir denn hier weiterbauen? Ja, es reicht natürlich nicht. Das war mir so klar. Ja, dann machen wir mal so. Ach so. So. Sehr gut. Ja, man sieht, es ist also gerade jetzt so diese kleinen Einzelgeschäfte. Na, hallo? Minus 536, minus 128, plus 219, okay. Ist nicht ganz so einfach, damit wirklich Gewinn zu machen. Also da braucht man denn schon so ein paar Zugpferde, die einen denn da. Die einen denn da wieder in den grünen Bereich zurückschieben. Naja, wir haben hier aber teilweise ganz schön Minus. Haushaltswaren, ja, läuft auch nicht so. Ja, der macht Plus. Der macht knappes Minus. Und bei dir, ja, der macht fetten Gewinn. Okay. So, was haben wir hier? Da machen wir Plus, hier machen wir Plus, hier machen wir Plus und das Fitnessstudio, ja, okay, das macht auch Plus. Ist zwar nicht weltbewegend, was er macht, aber er macht Plus. Gut, dann können wir ja wieder ein bisschen schneller machen. Ob der irgendwann am Feierabend schwindlig ist? Wenn die da den ganzen Tag nur da auf dem Fleckchen im Kreis fährt? Könnte sein, oder? So, okay, der Teil der Erweiterung ist auch fast abgeschlossen. Das heißt, dass wir dann am nächsten Tag. Oh ja, da haben wir einen ganz schönen Einbruch gehabt, als da dieses Virus-Event war. Halloween, Süßigkeiten, Grußkarten und dann geht die Weihnachtssaison los. Und da, Leute, da garantiere ich euch, da werden bei uns die Gewinne so richtig, richtig metern. Sag mal, was ist denn hier falsch? Also irgendwas funktioniert doch da nicht richtig mit dem Personal. Warum stehen denn hier 1, 2, 3, 4 Kassierer rum und die haben alle die gleiche Fresse? Die schauen alle drein wie 7 Tage Regenwetter. Bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist, aber gut. Gut, Forschung, Selbstbedienungskasse. Was wir natürlich machen könnten, kann ich ja mal schnell schauen. Wir haben jetzt 3000. Okay. So, lokale Zeitungsanzeige, Kosten 1500, Kampagne starten. Was gibt es denn hier noch? Lokaler Radiospot, TV-Spot. So, Ziel allgemein, Produktgeschäft. Machen wir mal allgemein. So. Kosten 3000. Du hast für diese Kampagne nicht genug Geld. Warum habe ich nicht genug Geld? Achso, ich habe nicht genügend Geld, um sie nochmal zu machen. Okay. So. Und was ich natürlich schon wieder sehe, Parkplätze sind schon wieder ein Problem. Und auch Plätze für die
Anlieferung sehen ein bisschen mau aus. Okay. Da werden wir uns auch noch drum kümmern müssen. So, aber wir haben, sage ich jetzt mal, bald wirklich die wichtigsten Geschäfte eigentlich alle vor Ort. Also, was jetzt halt wirklich noch fehlt, ist das Kino. Ja, das, okay, da haben wir noch einiges am Platz nach oben. Das Kino werden wir auf jeden Fall bauen. Aber da müssen wir ein bisschen mehr Kleingeld haben, weil wenn man das alles so in Stückwerk baut, das ist, ja. Unsere Schulden gehen auch kontinuierlich nach unten, das ist auch sehr gut. So, wir können natürlich hier mal anfangen, das parallel wie auf der anderen Seite zu bauen, dass wir denn hier, okay, dass wir denn hier wie auf der anderen Seite, ne, Mülleimer, Bänke stellen. So. Weil das soll ja dann schon ein bisschen einheitlich aussehen. So, sehr schön. Ihr macht hier einen gechillten Job, oder? Ja, schaut fast so aus. So, bei euch ist auch momentan nicht so viel los. Das Gute ist, dass wir hier jetzt in dem Fastfood-Restaurant die Möglichkeit haben, dann wirklich richtig schön zu erweitern, wenn der Bedarf da ist. So, wie sieht das jetzt hier aus? Okay. Also bis jetzt habe ich noch keine Meldung bekommen, dass irgendjemand unzufrieden gegangen ist. Ach so, genau, die Selbstbedienungskassen wollten wir ja auch ausprobieren, aber die sind so teuer, ne? Die kosten 10.000. Das wird wahrscheinlich jetzt erstmal nix am Anfang. Ich denke mal, der hier wird richtig guten Umsatz machen. So viel, wie danach gefragt wurde. Und ist auch kontinuierlich was los. Einer rein, einer raus. So. Haben wir von dir Zahlen? Nee, noch nicht. Noch nicht. Gibt's erst. So, tägliche 8 von 8 Arbeitsstunden. Okay. Okay. Euch da oben können wir auch mal ein bisschen reduzieren, ne? Jetzt, wo wir so viel, sage ich mal, unsere Forschung so gut wie alles durch haben, brauchen wir gar nicht mehr so viele. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir hier vorne mit so einem kleinen Kabüffel angefangen haben. Ui, jetzt hat er ihn. Das ist gut. Wenn ihr euch überlegt, dass wir hier mit so einem Mini-Kabuff angefangen haben eigentlich und was da jetzt draus geworden ist, das ist schon... Ja, nicht schlecht. Und wir hatten spitze 224 Kunden gleichzeitig vor Ort und 1928 Verkäufe an einem Tag. Das ist ordentlich. Ja, das ist schon ordentlich. So, jetzt haben wir hier Mediengeschäft, Videospieleladen. Okay. Öffne ein Geschäft mit über 50% Videospiele. Okay, machen wir doch. Nein, machen wir jetzt. Doch, machen wir. Das machen wir auf jeden Fall noch. Wir machen jetzt noch ein Videospielegeschäft. 3, 4, 5, 6. Natürlich. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6.
dann eine Eingangstüre, Personaltüre. Moment, Leute, nicht so schnell, sonst rennt er mir gleich wieder weg. So, die Kasse haben wir, die Diebstahlsicherung haben wir. Und dann gehe ich mal davon aus, dass das diese Regale sind. Auswählen, zuweisen, Geschäft, so, verwalten, Geschäft, Lager verbinden, Öffnungszeiten, Name, machen wir mal GameStop draus, so, Personal, einmal Kassierer, zweimal Kassierer, nein, zweimal Kassierer und dreimal Kassierer, Lagerist einstellen, haben wir einmal und zweimal und dreimal Schichtplanung. Sehr gut, dann können wir hier gleich Presse, sonstiges, Medien, Videospiele und Videospiele. So, wunderbar. Dann können wir die hier nämlich dann wegtun, Videospiele. So, wunderbar. Dann haben wir das nämlich auch noch geschafft. Und wir können hier noch sagen, komm, mach uns doch bitte mal hier fertig. So, dann haben wir nämlich die Möglichkeit, den nächsten Zugangsbereich dann zu schaffen. Aber das machen wir dann, wenn erst beim nächsten Mal. Gut, wie gesagt, wäre schön, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie es bei euch aussieht. Ob wir mit Another Brick in the Mall weitermachen sollen. Und wenn ihr schreibt, nein, was euch dann lieber ist, ob man denn ein neues Spiel mit dazu nehmen soll oder ob man sich erstmal auf Planet Zoo ein bisschen konzentrieren soll und dafür täglich Videos bekommt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich lese mir das dann alles durch und ja, entscheide dann, wie wir das dann machen. Okay, aber dann sage ich an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss.